stehe auf so einen Scheiß, echt, ey. Ich war so, früher als Kind war ich der absolute Horrorfan. Aber da ging es mir mehr so um Splatter und sowas. Also, das klingt zwar komisch, aber das war halt immer so unglaublich überzogen und so. Aber das ist einfach richtig geiler Horror. Also, ich finde die ganze Atmosphäre hier im Spiel einfach gerade richtig geil. Ach, ich hab's entschlüsselt, entschlossen. Whatever. Wo zum Teufel bin ich jetzt hier gelandet? War ich hier schon mal? Stimmt, oder? Ich bin gerade nur ein bisschen überfordert. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo wir jetzt hier sind. Wir sind unten? Wie sind wir da unten gekommen? Ich will genau jetzt eine Etage höher, bitte. Ach so! Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar, ja. Gut. Moment, was können wir denn hier mitmachen? Da müssen wir doch irgendwas mit machen können. Verflucht. Schlüssel! Schade, ich dachte, vielleicht kann ich das Ding damit aufschließen. Okay, Moment, wir können aber erstmal... Nein! Wir können gar nichts. Wir können jetzt erstmal unsere Sachen hier aufschließen, nachladen. So, okay. Aber ich denke, ich werde mich jetzt erstmal wieder ein bisschen mit der Pistole austoben. Da wir jetzt gleich theoretisch die Möglichkeit hätten, Munition zu bekommen, die wir aber nicht aufnehmen können, leider. Weil wir keinen Platz mehr im Inventar haben. Ey, das wird so die Hölle mit Chris. Oh mein Gott. Ja, wenn man das Spiel kennt, dann weiß man wenigstens schon immer, was man mitnehmen muss und so, aber... So habe ich gar keine Ahnung. Der ist tot. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ draußen, von dem wir die Bazooka haben, auch noch irgendwas für uns hat. Aber ich habe mich wahrscheinlich nicht getraut, wegen den verkackten Tränen. Ah, okay. Und vor allem sowas hier, ey, wenn ich... Kein Dietricher mit dem Quiz. Oh mein Gott, das wird die Hölle. Ich finde es interessant, dass das Spiel zuerst vorschlägt, mit Quiz zu spielen. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Das Bild da kommt mir bekannt vor. Okay. Kein Platz mehr. Fuck it. You can't carry any more items. Pff. Ach, scheiße. Ja gut, fuck. Wir müssen zu einer Kiste. Gehen wir später nochmal hin. Ach, Mann, wo war denn jetzt hier die nächste Kiste? Auch vielleicht im Raum mit der Doppeltür, wenn wir denn da durchkommen. Vom Inside. Ach, leg mich doch am Arsch. Ich, okay. So, jetzt kommen wir wieder in den normalen Raum. Nee. Also, was reizt mich noch? Auf jeden Fall, jetzt auf jeden Fall, der Raum, der jetzt hier ist. Die Uhr. Die Statue oben. Das ist noch die Sache, die ich jetzt noch gerne machen würde, bevor ich die Aufnahme beende, die erste. Okay, ja, speichern brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was ist das überhaupt? Nichts, okay. Dann ist okay. Ich finde das äußerst bedauerlich, dass ich hier leider noch keine, okay, und dass die Kisten nicht eingezeichnet sind. Puck. 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 Coburg. Ich habe auch gesehen, da gab es doch direkt noch neue, wenn ich mich nicht täusche, neue Farbbänder. Was ich sehr gut finde, natürlich. So, okay, wo war das jetzt? Oh, scheiße, wo war die Kiste? Verflucht! Ich glaube, ich baller jetzt gerade einfach mal hier schon mal die Zombies über den Haufen. Okay. Nein. Wo schießt du hin? Warum treffe ich den denn nicht? Ich habe einen Arm abgeschossen. Entschuldigung. Fall hin! Meine Fresse. Gut, jetzt habe ich wenigstens schon mal Platz für ein Item. So, okay.
Ich schätze, mein Typ lebt aber noch, ne? Lebst du jetzt noch oder was ist hier los? Hä? Ne, er lebt nicht mehr. Er lebt doch noch. Das war so klar. So. Ich hab ein bisschen Angst. Stirb. Stirb, bitte. Stirb. Ja, fall einfach mal hin, du Sack. Okay, er ist tot. Gut. Ja doch, die können wir tatsächlich schieben. Die Frage ist nur, wohin? Ich habe keine Ahnung. Ach so, okay, wir müssen die kaputt machen. Alles klar. Habe ich verstanden, habe ich verstanden. So. Und tschüss. Klong. Ich will auf jeden Fall auch noch die Munition haben. Von der einen Leiche, vom ersten Zombie. Die werde ich mir heute auf jeden Fall auch noch holen, weil sonst werde ich das vergessen. Pff. Ich kenne mich ja. Hier habe ich alles kaputt gemacht. Was ist hier, oder? Können wir mal kurz auf die Karte gucken. Ja gut, einen Raum, den kann ich noch nicht begehen. So wie es aussieht. Und zwar den jetzt hier links. It's locked. A carving of a helmet. Okay, Corona. Und hier waren die drei Zombies, die wir ausweichen, denen wir ausweichen müssen, genau. So, jetzt sind wir erstmal wieder bei der Kiste, was sehr gut ist. Ich bin jetzt ja eigentlich schon noch zu geizig zum Abspeichern jetzt gerade im Moment. Okay, dann packen wir mal das Schlüsselchen da rein. Und ein so ein Kraut. Und den Granatwerfer. Pff, ist sehr riskant, was ich gerade tue, ich weiß. Aber jetzt habe ich erstmal wenigstens wieder ein bisschen genug Platz, ein bisschen was zu schleppen. Hilfe. Pff, falsche Richtung. Falsche Richtung. So. Und Scheiße! Komm, geh weg. Hässliches Viech, ey. Wie sieht's aus? Caution, okay. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Ist nur traurig, dass ich jetzt gerade die Heilung weggegeben habe. Ich habe ihn nämlich auf der anderen Seite eigentlich erwartet. Den Arsch. So, okay. Da war der Tiger drin. Da war, weiß ich nicht mehr. War ich da überhaupt schon drin? Na, ich glaube, ich war hier in jedem Raum, ja. Aber ich war überhaupt einfach übrigens noch da. Jetzt verstehe ich wenigstens wieder, warum wir auf einmal unten sind. Genau, richtig. So. Kann man jetzt eben erstmal schön die Munition von dem Arsch holen? He's Kenneth from the Stars Bravo Team. Ja, Schatten seine selbst. Bla 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 bla. Her damit. Ja, gerne. Hast du noch einen für mich vielleicht? Tatsächlich, er hat noch was. Gut, dass ich nochmal hier bin. Ja, gerne. Ach, guck mal, jetzt macht er es von alleine. Also ist es sinnvoll, hier zuerst hinzugehen. Combine. So, okay. War das hier das mit dem Klavier? Ne, da kam ich hier. Ich bin schon ein bisschen schäl, ne? Oh mein Gott. Da kam ich gerade erst her. Egal. So, das heißt, wir haben jetzt die Statue, wir haben die Munition. Jetzt nur noch das Kalalalavier. Und das werden wir auch schaffen. Ich finde die Tür eigentlich recht schön. Oh, gleich schon ein bisschen aufräumen. Ein bisschen Haushalt machen, ne? Schon nicht leicht als Hausmann. Achso, ich muss das nochmal... Ah, Moment, vielleicht ist da ja auch noch was.
Ne, okay. Ja, genau. Klock, klock, klock. Ich weiß, ob auch noch reizt wäre, nochmal zum Forest zu gehen. Will you take the music notes? Ja, ich würde sie gerne haben. Aber ich möchte auch gerne... Ach, das sind doch kein Band. Gut, dass ich das nicht angemeldet habe. Ich brauche neue Farbbänder. Scheiße. Ein schönes großes Piano. Spüren wir noch mal ein bisschen. Es ist die Mondscheinsonate. Ich fand das schon damals interessant, dass ich einfach mal so Klavier spielen kann. Vielleicht kriege ich jetzt sogar Content-Treffer wegen der Musik. Ach, ein kompletter Raum eröffnet sich mir. Ich dachte, da wäre jetzt nur was ein bisschen so in diesem Bilderrahmen drin. Oh, neues Emblem. Sehr schön. Will you take the gold emblem? Ah, okay. Was? Ja, ja. Okay, ich schätze mal, ich muss die Embleme austauschen. Was bitte? Bin ich für immer gefangen oder was? Kann ich das nicht wieder zurücktun? Doch, wollte schon sagen. Das wäre lustig. Okay, ich hoffe mal, ich denke beim nächsten Mal noch dran. Weil ich schätze mal, ich muss da das Silberteil raus reintun. Und das Gold wahrscheinlich bei dem, wo ich. Also bei dem einen Räumchen da, wo ich das erste her habe. Will zur Kiste. Fuck it! Nein. Es ist von innen verschlossen. Bla bla blub blub blub. Ich hätte das Emblem also einfach mal da drin lassen sollen, wo ich das her hatte. Pff, Scheiß. Aha! Hallo. Ich glaube, das mache ich auch noch eben, bevor ich abspeichere. Dass ich das zumindest schon mal hole, das Emblem. Was haben wir jetzt hier Schönes? Den blauen Rubin, okay. Alles klar. Und das blaue Juwel, wie auch immer. Nur egal. So, okay. Okay, ich würde eigentlich schon sagen, dass ich jetzt hier die Aufnahme beende, weil ich gehe jetzt eigentlich nur noch zu irgendeiner Kiste. Zu irgendeiner x-beliebigen. Was ist eigentlich mit der Tür? Achso, okay. Da komme ich auch noch nicht rein. Unten waren ja auch ein paar Kisten. Oder eine zumindest. Ich werde jetzt einfach mal hingehen und, werde einfach nur das Emblem holen. Mehr werde ich jetzt offscreen nicht machen. Deswegen, ich hoffe, ihr freut euch über das Spiel. Ich freue mich riesig drauf. Es macht mir auch einfach richtig geil Bock. Natürlich ist es immer ein bisschen hin und her geil, man muss immer wieder diese Animationen und Türen sehen und so. Und vor allem ist es natürlich auch spannend, mit den begrenzten Speichermöglichkeiten, die man hat. Konnte ich da auch was verschieben? Moment. Ja, tatsächlich, das habe ich total ignoriert. Ich Horst. Und da ist sogar was. Was ist denn da? Da ist nichts. Ich dachte, da wäre was. Wie sinnlos ist das denn dann? Dann verstehe ich das nicht. Wahrscheinlich nur, um mich zu verwirren, so von wegen so. Unter einem ist was und am anderen nicht. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr freut euch über das Spiel. Ich glaube, hier irgendwo in diesem Flur kann man auch in die Kamera schießen und dann kommen Einschusslöcher. Aber ich habe keine Lust, den Winkel zu finden und so. So, jetzt aber ich hoffe, dass ihr euch über das Spiel freut. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch schon riesig auf die nächste Aufnahme. Was wieder ein Fest. War hier der Raum vielleicht? Hm?
weiß es nicht. Scheiße. Nur habe ich keine Ahnung, wie lange ich wirklich hierfür brauchen werde. Es kann lange dauern. Es kann wirklich lange dauern, das Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also ich denke mal, ich war extrem langsam. Weil die Leute, die das Spiel kennen, die rennen hier einfach durch von A nach B. Müsste so eine Scheiße, wie ich jetzt hier gerade mache, auch nicht machen, dass sie wieder zurück müssen, um einen Kack zu holen. Damit ich das wieder irgendwo einsetzen könnte. Aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Macht euch darüber keine Sorgen. Wird noch ein paar Mal mehr passieren, ja, ja. Gut. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wie gesagt, ich hole jetzt nur noch eben das Emblem und speichere dann in der Haupthalle ab. Und ja. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs eventuelle Interesse und sag dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.